Ich bin heute tatsächlich das erste Mal für ein Wandervideo unterwegs mit meinem Kumpel Adi, mit dem ich ja schon einige Lost Places besucht habe. Wir sind heute im Wupperschloss Burgrunde von Solingen-Scharberg. Also gibt es auch schöne Aussichtspunkte auf jeden Fall. Leider ist unsere Tour ein bisschen verschoben worden. Ich war tatsächlich heute Morgen beim Arzt, um abzuchecken, ob ein böser Zeckenbiss mich zugrunde richtet oder nicht. Entwarnung an dieser Stelle. Ja, alles gut. Ich denke, besser mal eine Stunde später loswandern und dafür alles geklärt haben. Hallo, du Süßer. Passt du auf dein Haus auf, ja? Der ist ja total knuffig. Der Kampfhund, der hier auf das Anwesen aufpasst. Ich glaube, er kommt nochmal. Oder? Nee? Er hat seinen Dienst getan. Na, er geht jetzt wieder. Hat sein Anwesen beschützt. Geht wieder. Guck mal hier. So richtig kann er drüber hüpfen fast, ne? Ja. Guck mal hier. Hier kann er echt durch. Also wenn der Hund weg ist, dann ja, wundern würde ich mich da eher nicht. Ja, man ist immer wieder überrascht, was für Natur direkt vor der Haustür ist. Also hier in Solingen auf jeden Fall richtig empfehlenswert. Es ist ziemlich kühl heute. Morgen ist wohl schöneres Wetter. Wir haben uns trotz alledem entschieden. Der Adi macht, glaube ich, Fotoshooting. Ja, der macht immer schöne Bilder, muss ich sagen. Folgt ihm unbedingt mal auf Instagram, da macht er immer schöne Bilder. Und er ist so der Bilderprofi, ich bin der Videoprofi. Was machen wir da? Gras essen? Hast du nichts mitgenommen? Na. Vegetarischer Hund. Vegetarischer Hund. Ja, wir sind einen kleinen Umweg gegangen. Hier ist auf jeden Fall eine alte Brücke, die ist auf jeden Fall gesperrt. Könnte man natürlich, wenn man ein Halunke ist und eh schon Lost Places macht, könnte man einfach rübergehen. Machen wir nicht. Wir machen hier ein kleines Päuschen. Wupperbrücke Stroon wegen Bauwerksschäden gesperrt. Ja. Na? Welche Schäden? Ich sehe nichts. Nee, also alles gut. Ist nur ein kleiner Umweg gewesen. Wir werden auf jeden Fall uns jetzt dort niederlassen. Schnell mal was trinken. Und dann geht's auch weiter, denke ich. Langsam. Auch langsam? Ja. Hast du noch probiert? Ja. Ja? Schmeckt scheiße. Ja, schmeckt scheiße. Hier, komm, kannst du haben. Was schmeckt gar nicht? Frisst dir mein Futter weg. Schmeckt nach so getrockneter Brotrinde. Ne? Ja. Guck mal, diese Hasendrops von damals. Größerchen. Oder Hamsterdrops. Das ist ein Joghurtgeschmack. Hätte ich mal gefressen. Prost. Herrlich. Ja, ich habe ja gut Höhenangst. Ne? Das ist ja mit der Adi so ein bisschen schuld. Und immer wenn ich mit dem Adi unterwegs bin, passiert mir auch irgendwas. Nicht? In Bergisgaden bin ich fast umgekommen. Da warst du ohne mich unterwegs. In Minden habe ich mir fast den Fuß gebrochen. Naja. Da warst du ja wohl dabei. Habe ich nicht gesehen. Und jetzt bin ich wieder mit dem unterwegs. Und mir passiert wirklich nie was. Das ist wirklich die zwei Male, was mir da passiert ist, war beide Male er dabei. Zufall oder? Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt bei Kilometer 3 oder 4 erst.
Aber hier ist eine richtig tolle Steinansammlung. Die geht hier einfach so ins Wasser. Ja, richtig cool. Also kann man. Also wären wir jetzt schon mehr Kilometer gegangen, hätte man auf jeden Fall da auf der Plattform jetzt schön das Essen machen können. Also es gibt nachher bei uns noch schön was zu essen mit dem Essbitkocher. Dann hätte man das richtig toll hier machen können. Aber richtig toll. Ach, guckt ihr, seht ihr den? Ich versuche ranzuzoomen mit dem Programm. Der sitzt da auf dem Stamm. Adi, siehst du den? Graureiher. Ja, den Vogel. Ja, Graureiher. Jetzt fliegt er weg. Toll. Auch die schottischen Hochlandrinder, hier sieht man immer wieder, sind echt gut vertreten, auch hier in Solingen, mit einem kleinen Kalb. Ein Kalb, ne? Ja. Ja. Ist süß. So, wir sind jetzt bei Kilometer 10. Ungefähr in einem Kilometer kommt die erste Schutzhütte, die wir uns rausgesucht haben. Hat er gesagt, wie die heißt? Weiß ich nicht. Schutzhütte Höhrater Weg. Guck mal, die sieht eigentlich ganz nett aus. Jo. Wenn ihr auf jeden Fall ein Foto einblendet, oder wir essen ja gleich da, dann seht das ja. Da wird dann erstmal gekocht. Schöne dicke Bockwurst mit Brötchen und Senf. Was haben wir denn Schönes zu essen mitgebracht? Es gibt Brötchen. Es gibt Wasser zum Trinken. Ich hätte mir besser noch ein zweites Bierwa mitgenommen. Und die klassischen dicken Bockwürste. Die gibt es auf jeden Fall. Mit dem schönen Kocher, also den muss ich wirklich loben. Da kommt auch noch ein Review zu. Der ist wirklich mega klasse. Ja, ich würde sagen, das hört sich doch schon richtig gut an. Ich habe hier schon mein Brötchen einfach aufgerissen. Wir gucken mal rein. Nee, es kocht noch nicht. Hört sich aber so an, ne? Ein paar Bläschen kommen. Ich würde sagen, ein paar Minuten lassen wir sie noch. Dann geht's ans Schlemmern. So. Ja, ein Schnapp hier. Würstchen. Ui. Ganz, ganz gut. Ihr macht ja erstmal Brötchen auf. Kannst das nicht lange halten, wie du. Wobei, kannst du ja mal probieren, sieht schon lustig aus. Jonglieren. Jonglieren. Direkt in den Mund. Ab in den Mund. Kocher ist mega gut, den werde ich auf jeden Fall auch verlinken in der Beschreibung. Das ist jetzt bei jeder Wanderung auf jeden Fall dieser Kocher. Willst du keinen Senf? Was? Ohne Senf? Ja. Bei mir richtig dick Senf. Ja, das muss. Du hast eine richtig schöne aufgeplatzte Wurst bekommen, ne? Ist gut. Lecker, schmecker. Ja, super. Ja, ja. Ui, ey, die springt ja 100 Meter hoch. Ey. Ein richtiger Kampfhund. Kleines Pferdchen. Komm, Miki. Weiter geht's. Da haben wir übrigens die Pause gemacht. Richtig schön. Also guter Zustand auf jeden Fall der Weg. Haben auch alles sauber hinterlassen. Müll mitgenommen. So wie es sich gehört. Eigentlich überflüssig das zu erwähnen.
Ich lese jetzt was vor, das hat der liebe Oliver in dem Komor-App geschrieben. Und zwar, da sind wir nämlich jetzt, das zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Die Senkbach-Talsperre ist eine Trinkwassertalsperre in Solingen. Also das hier ist eine Trinkwassertalsperre. Ja, Solingen, wisst ihr ja, dass wir da unterwegs sind. Und das hier ist alles Trinkwasser. Ein riesen Speicher an feinstem Trinkwasser. Ja, riesengroß. Und ich habe tatsächlich schon vor 2 Jahren oder so hier eine Wanderung gehabt mit der Jakita. Also es ist gar nicht das erste Wandervideo hier, sondern das zweite und lustigerweise wieder am selben Ort. So, sie liegt in einem abgeschiedenen Seitental der Wupper, unweit von Schloss Burg, zwischen den Solinger Ortslagen Hörath, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Glüder. Der zwischen Wäldern gelegene Wasserspeicher versorgt die Bewohner der Stadt Solingen mit Trinkwasser. Ja, also irgendwo ist hier noch das Schloss. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal ein paar Bilder sprechen. Geht viel bergauf, auch wenn man es auf der Kamera gar nicht sieht. Höhe machen für mich noch sehr ungewohnt und anstrengend. Ich bin ja gerade sozusagen erst die Anfänge vom Wandern. Boah. Eben bin ich im Adi weggelaufen, jetzt läuft er mir weg. Also wir sind jetzt hier an einem Gedenkstein. Und der Adi hat was ganz Interessantes gesagt. Dieser Spruch hier, ich kann ihn nicht so gut lesen, das ist des Jägers Ehrenschild, das er hegt und schützt sein Wild weitmännisch. Weidmanns. Es steht in einer E-Punkte. Weidmännisch jagt, wer es sich gehört, den Schöpfer ihm im Geschöpfe ehrt. So, und der Adi sagt, das steht auf den Jägermeisterflaschen. werde das auf jeden Fall kontrollieren. Ja, Albert Lambracht, 1929 bis 2012. Revier, ja, was heißt das römisch? Ich glaube, das heißt 10, also 13, ne? 10 plus 3 oder minus 3, dann wären es 7. Ich glaube, plus, ne? Dahinter ist plus. Solingenburg. Ja, und das soll wohl auf den Jägermeisterflaschen stehen, das hier. Hast du gefunden? Ja. Und? Das ist das folgende Gedicht. Das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt, sein Wild weitmännisch jagt, wie es sich gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Auf dem Jägermeisterflasche. Also, ein Jägermeister Spruch. Ja, der Adi kennt sich mit so weit aus. Weiter geht's. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Das war auf meiner Wander-App tatsächlich nicht verzeichnet. Aber... Ah doch, die Gedenkstätte war auf jeden Fall verzeichnet. Wo ihr auch ruhen möget uns unsere... Nee, uns unerreichbar vergessen seid ihr nicht. Hä? Ich hätte das garantiert falsch. Ach, guck mal, sind ja Kanonen. Das ist ja sehr cool hier. Das ist ja... Ja, wer hier in der Nähe, Düsseldorf, Köln, Leverkusen, also auf jeden Fall eine schöne Strecke. Die kann man richtig schön wandern. Tolle Sachen sehen. Also ich hätte besser die Drohne mitgenommen. Ich habe es aber im Auto gelassen, weil ich dachte, ja... Weil ich dachte, und denken soll man nicht.
Ja, wir sind wieder an festem Grund. Ja, hier ist ein Gasthof und ein jetzt ganz links auf Schlossplatz. Urisches kleines Dorf. Ich hoffe, der Wind mit dem Mikro kommt klar. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen ausprobieren, ein bisschen experimentieren. Richtig schön hier. Und ja, hier ist die Burg, die wir eben aus dem Wald her gesehen haben. 120 Meter. Honigweinmet, Becher 5 Euro. Da hätte ich jetzt, ne? Oder Adi, sag mal. Ja, hättest du da jetzt Bock drauf? Ja, klar. Einen Becher Met? Klar. Ah, schade, schade. Rittertrank. Guck mal, da die Metflasche. Honiger Fruchtwein. Mega. Aus Schlossburg. Was? Das fruchtige Souvenir. Ja. Schlossmaus. Mann, Mann, Mann. Obstweinkellerei am Wässerchen. Mhm, Schlossburg. Wupper Solingenburg. Sehr, sehr schade, dass das Ganze hier zu hat. Auch hier richtig schön, ne? Also ich kann mir so gut vorstellen, wenn hier normales Leben ist, ne? Also kein Corona und so. Dass hier richtig der Bär los ist und auch schön. Und auch echt schön. So, wir haben jetzt hier eine Miniatur gefunden. Wir sind jetzt gerade ungefähr hier. Hier ist diese Statue. Hier haben wir gerade gesessen die ganze Zeit. Und hier sind wir durchgekommen. Da sind wir durchgegangen eben. Ist ja ganz schön groß noch nach da, ne? Guck mal, da ist noch eine Kirche. Das ist echt cool, hier so eine Miniatur. Ja, auf der einen Seite natürlich super schade, dass hier alles zu hat. Auf der anderen Seite, ja, hatte Adi recht, ne? Das wäre hier wahrscheinlich unfassbar voll. Also ich finde es da natürlich so viel schöner. Ja, wir machen es jetzt im Zickzack auf den Weg nach unten ins Tal zum Waffelhaus. Tja, wie passend, ne? Wer hat denn da eine Maske auf? Ja, eins wollte ich euch noch zeigen, und zwar hier in Solingen gibt es hier ein Lost Place, da war ich auch schon mal mit Mario drin. Ich glaube, das hat man nur auf Instagram gesehen, da haben wir kein eigenes Video zu gemacht. Das ist hier dieser Hans Schlossberg? Haus Schlossberg, ja. Und das steht leer, ne? Hier hinten ist auch die Tür offen, da kann man einfach reingehen, das werden wir heute nicht machen. Ne, da hinten ist die Tür offen. Ja, ist alles schon so ein bisschen Einbruch gefährdet. Ist trotzdem ein schönes Lost Place, was keiner so richtig auf dem Schirm hat, obwohl es so, ja, öffentlich ist. Ne, ist ja wirklich richtig öffentlich. Ein schönes Fenster sind. Also für Lost Place, Leute, ist es auf jeden Fall, denke ich, einen kleinen Besuch wert. Ne, hintenrum die Tür steht offen. 160 Meter. Sieht man ja auch hier. Ist gar nicht mal so klein. Ne? Ja, schade. Und es ist nicht das einzigste Lost Place hier in der Gegend. Ich vermute mal, ja, ich weiß gar nicht genau warum, aber es gibt viel, was hier leer steht. Da hinten sind auch, ne, hier geradeaus, auch nochmal zwei Lost Places, Restaurants. Die sind allerdings noch verschlossen, meiner Meinung nach. Also nach meinem Stand der Dinge sind die verschlossen. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir wieder in Richtung Auto kommen. Ich werde mir jetzt am Bütchen noch eine Fassbrause holen, weil ich denke mal, Jever werden die hier nicht haben. So, kleines Highlight hier auch, zumindest laut meiner App auf der Karte, ist der kleine Wasserfall. Ah, der ist jetzt wirklich sehr klein. Verunreinigtes Gewässer. Hautkontakt vermeiden, kein Trinkwasser. Ja, prima. Na, prima.
Jetzt müssen wir hier hochgehen. So, dann kannst du hier auch in den Pool reinlegen. Das ist auf jeden Fall ein kleines Wasserfältchen. Sehr schön. Oh. Ah doch, von hier ist er richtig schön. So, und der Adi hat schon was da drüben gesichtet. Das sieht aus wie von einem Messi. Ein Messi, ey. Mit Wohnwagen steht da drauf so. Ein Wohnwagen. Ja, ist natürlich immer schade, wenn man an so schönen Orten irgendwelche Leute hat, die. Ja, gucken wir uns das einfach mal an. Du liebes bisschen. Tja. Alter, was war denn hier? Bei nächster Möglichkeit rechts. Meinst du, das war dem so eine Hütte und das Ding ist abgebrannt und jetzt hat er sich da einen Wohnwagen hingestellt? Ach guck mal, was hat er denn hier gemacht? Hat er etwa Strom angezapft? Der hat sich hier Strom angezapft, ne? Ja. Ja, da oben. Ja, krass. Ja, so wie es aussieht, hat sich da wirklich einer eingenistet. Ob es der Besitzer ist, bezweifle ich. Auf dem Gelände, wo früher dieses Gasthof oder was auch immer, Biergarten war. Ist komplett runtergebrannt und hat schon Wohnwagen hingestellt. Hat hier den Strom angezapft. Und ja, müllt er jetzt alles zu. Warum da keiner was macht? Keine Ahnung. Da wachsen jetzt ganz viele Baby-Sonnenblumen. Ja, Pusteblumen. Ja. Sonnenblumen sind das doch, oder? Ah, nee. Pusteblumen. Ja. Cut. Löwenzahn. Cut, hat keiner gehört. Sonnenblumen. Ja, Sonnenblumen sind diese Riesendinger. Ich hab's irgendwie. So, wir verabschieden uns. Wir sind jetzt so gut wie am Auto. Ich bin auch durch für heute. Wir haben 20 Uhr. Wann sind wir los? Um 14 Uhr. Zwei, ne? Mhm. Ja, also gute 6 Stunden unterwegs. Ich denke mal, für heute reicht das. Ja, und ne? Nächstes Mal machen wir 10 Stunden. 10 Stunden. Ciao.